Hallo Leute und willkommen zum Teil 2 des Ford Mustang Baus Lippincett 21047. Eine Kopie des Lego Sets, ein richtig tolles Modell. Soweit sind wir im ersten Video schon gekommen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier oben und in der Videobeschreibung nochmal. Und das war dann Bauabschnitt Nummer 1, wo wir hier ja die Basis gebaut haben. Wir haben die Lenkung gebaut, wir haben den Mechanismus gebaut, um das Heck hochzubocken. So sieht es von unten aus. Alles sehr schön, problemlos bisher. Und wir machen dann heute weiter hier im Buch der Bücher für den Ford Mustang auf jeden Fall mit Bauabschnitt Nummer 2 auf Seite 18. Und das sind insgesamt 2, 4 und 6 Tüten. Also legen wir los. Ich sortiere die mal kurz auf meine Tellerchen und dann starten wir. Ja, da habe ich im ersten Teil so viel die Teilequalität hier gelobt, aber jetzt muss ich hier doch mal noch was feststellen. Und zwar gibt es hier wohl einen Unterschied bei diesen gelben Achsen. Und das Teil, das hier auf die gelbe Achse aufgeschoben ist, ist hier richtig fest. Also wenn ich da ein bisschen drücke, da tut sich gar nichts. Aber hier auf der anderen Seite, wenn ich da ein bisschen drücke, ja, dann kriege ich das Teil sofort runter. Und hier sitzt es also richtig fest drauf. Also da gibt es dann doch nochmal hier und da den kleinen Unterschied, den Lego von Lippin hier unterscheidet. Allerdings ist das hier in dem Teil jetzt nicht so tragisch, denn, Moment, ich stecke es mal eben nochmal schnell auf, denn das wird hier gleich nochmal fixiert mit dem Teil hier. Das kommt hier auf die Achse und hier auf der anderen Seite dann, na, rein da mit dir, auf der anderen Seite dann hier über den blauen Pin und dann ist das hier gekontert und stabilisiert. Aber ich dachte mal, es ist doch noch dennoch erwähnenswert, dass wir hier einen kleinen Unterschied haben. So wird das Ganze stabilisiert. Ich hoffe, man kann es hier gut sehen. Hier auf Pin, da auf Achse und dann ist das etwas lockere Teil hier in der Mitte stabilisiert, dass da nichts passieren kann. Aber Freunde, ihr seht, das sind die kleinen Unterschiede, die eben ja in der Qualität doch nochmal einen kleinen Ausschlag geben. Allerdings, je nachdem wie es gebaut wird, völlig uninteressant und nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall gar kein Problem. So, jetzt bin ich hier noch kaum weitergekommen. Das war direkt der erste Abschnitt, wo mir das aufgefallen ist. Ich mache dann mal weiter. Ich habe jetzt hier schon mal den unteren Teil der Stoßstange gebaut, glaube ich zumindest mal. Und da haben wir eine interessante Lösung gefunden, oder die Entwickler haben eine interessante Lösung gefunden, um hier ja dieses Element an diesem Hauptteil zu befestigen. Denn das wird hier so separat gebaut. Und ihr seht schon, da werden einige Teilchen zusammengesteckt. Und wir haben hier als Befestigung einmal eine Noppe und einmal hier diese kleine Stange. Und die kommt dann hier in die Haken rein und die Noppe, die kommt dann hier rein. Das finde ich ja mal ganz interessant, dass das so gelöst wurde, warum auch immer. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz ungeschickt anstelle, kriege ich das sogar einhändig hier kurz hin, um euch das zu zeigen. So, einmal hier eingeklippt, dann nochmal hier die Noppe aufgesteckt. Ja, und dann ist das Teil hier dran. Und damit es oben noch ein bisschen stabilisiert wird, kommt dann hier noch eine 1x4er Fliese drüber. Einmal so. Und dann ist das eigentlich eine stabile Geschichte geworden. Ja, interessant, ne? Also da haben die Entwickler oder die Designer sich mal richtig was einfallen lassen. Sehr, sehr schön. Ich bin übrigens bei Bauabschnitt 71, beziehungsweise, nee, bei 72 jetzt hier schon. Ja, also da geht es jetzt noch munter weiter, da ist noch einiges über. Und ich habe eben, ja, eine Falschaussage getroffen, Freunde. Ja, da war tatsächlich noch ein Dreier-Tütchen mit dabei. Also es war ein Tütchen weniger im Bauabschnitt Nummer 2. Das hier kommt erst im Dreier dran. Hier ist jetzt einiges dran gekommen an unseren Mustang. Gehen wir die Sache mal durch. Einmal will ich euch hier hinten den Mechanismus zum Aufbocken zeigen. Der wurde jetzt nämlich vervollständigt dadurch, dass hier das weiße Teilchen, das sich ja immer schon hier mitgedreht hat, verbunden wurde hier unten mit diesem Element. Und wenn ich jetzt hier unten mal drehe, dann kann man hier schön sehen, wie hinten dann hochgebockt wird. Also das ist die Maximalposition und dann kann ich ihn auch wieder runterstellen.
oder auch einfach durchdrehen, das geht dann genauso. Also, so funktioniert dann hier der Aufbockmechanismus und dann steht er dann aufgebockt eben ein bisschen höher, wie wenn das Teil runtergedreht ist. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal fertig gebaut. Dann seht ihr, wir haben hier oben Platten drauf gebaut, wir haben hier Platten drauf gebaut, wir haben hier ja den Grundstein gelegt für den Motor, der kommt im nächsten Schritt noch mit dazu. Dann haben wir hier den Mitteltunnel gebaut mit der Schaltkulisse, also der Mustang ist ja natürlich ein Automatikfahrzeug, deswegen gibt es hier dann den Schalthebel für, ja, was schaltet man da, parken, fahren, rückwärts, neutral oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, der ist hier gebaut worden, auch ganz nett. Da wurde so ein Fenster hier einfach mit eingesetzt, so ein kleines. Und dann wurde hier dieses Element dort unten reingeklickt. Was ich hier noch merkwürdig fand, ich kann es euch hier gar nicht mehr genau zeigen, aber zum einen haben wir hier eine Fliese verbaut und die Fliese wurde überbaut mit so einer länglichen Platte hier. Wieso da eine Fliese reingebaut wurde, das erschließt sich mir jetzt hier so mal überhaupt gar nicht. Wird vielleicht seinen Grund haben, aber ja, vielleicht auch einfach gar nicht. Ich zeige euch das mal. Ich finde das total ja, sinnfrei einfach. Und zwar kann man das hier sehen. Wir haben hier den 2x2er und das hier ist eine einfache 1x2er Fliese in Grau. Und im nächsten Schritt wurde da dann die Platte drüber gesetzt. Wäre doch viel sinnvoller gewesen, da noch einen normalen 1x2er Noppenstein hinzusetzen. Naja, egal. Sei es drum. Ist eben so gebaut worden. Und ich habe hier noch ein Teil entdeckt. Genau das hier. Da weiß ich gar nicht, ob es das schon mal gab. Also ich habe es, glaube ich, noch nie in den Fingern gehabt. Das ist hier so ein 1x2er, wo dann nach oben und nach unten nochmal quasi eine Fliese dran gebaut ist. Und davon wurden dann zwei Stück hier in der Schaltkulisse verbaut. Das ist einmal das Teil hier, was jetzt hier so T-förmig aussieht, TT. Und dann hier nochmal. Also habe ich zumindest noch nicht gekannt. Ihr könnt mir das ja mal reinschreiben, wenn ihr... Ups, da ist die Schaltung abgefallen. Wenn ihr wisst, ob es dieses Teil schon mal gab oder nicht. Ich hatte es auf jeden Fall vorher noch nie in Händen gehabt. Ja, der Mitteltunnel ansonsten sieht auch nett aus. Sieht schon schön aus. Wir haben hier also die Innenverkleidungsfarbe, wie dann wohl auch die Sitze später gebaut werden. Hier hinten, ich vermute mal, das wird die Hutablage werden. Ja, und er nimmt eben immer weiter an Form an. So sieht er von vorne mittlerweile aus, also mit der unteren Stoßstange. Hier diese ja, weißen Teile wurden hier noch mit unten drunter gebaut. So sieht er von der Seite aus. Und soweit alles immer noch gut, keine Fehlteile, alles lässt sich gut verbauen. Ich hatte hier keine eklatanten Schwächen, bis auf die, die ich euch gezeigt habe, die aber aufgrund der Bauart dann überhaupt gar nicht groß ins Gewicht fällt. Hier haben wir noch solche Stäbe auf Haken draufgesetzt. Ich vermute mal, dass hier die Sitze dann später dran befestigt werden, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also, wo ich aber sicher bin, ist, dass es jetzt hier weitergeht. Wir sind schon bei Baustep. Junge, 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 das geht hier ruckzuck vorwärts. Ja, bei Bauschritt 86 schon gelandet auf Seite 30. Also, und jetzt kommen hier die ersten Aufkleber drauf, und zwar hier für den Motor. Und da muss auch ein bedrucktes Teil sein, nämlich hier dieses Mustang-Zeichen auf dem Verschluss hier fürs Kühlwasser. Ah, Moment, da ist er. Ich glaube, ich habe ihn gerade schon gefunden. Ja, da ist es. Ein bedrucktes kleines Teilchen mit einem Mustang. Ja, ich würde mal sagen, wenn man weiß, dass es ein Mustang ist, kann man es erkennen. Ansonsten könnte es vielleicht auch ein Dinosaurier sein. Aber für die Größe, mein Gott, völlig in Ordnung. Immerhin viel, viel besser, als wenn ich da irgendeinen... Ups, jetzt ist er hier reingefallen. Als wenn ich da ein Aufkleberchen drauf machen müsste. So, da ist er wieder. Mann, ich bin heute wieder zu hibbelig. Also, ich mach mal weiter. Bauabschnitt 3 steht bevor und Bauabschnitt 2 ist ja so gut wie fertig, aber hier wird man am Ende nochmal richtig gequält, denn man muss dieses Kardangelenk hier, glaube ich, so nennt man das, dieses Gelenk hier muss man zusammenbauen aus drei Teilen und ja, keine Ahnung, ob Lego das wirklich auch im Original so macht, ich vermute einfach mal, kann es mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen und das ist echt, ja, das ist eine Scheißarbeit. Also ihr müsst hier dieses kleine Teilchen, das hier so in der Mitte drin ist, das müsst ihr dann hier einklippen
Und das erste kriegt man ja noch hin, aber wenn dann hier das zweite Teil hier drauf muss auf das kleine, da dreht sich ja alles ständig weg, da wird man ja bekloppt von. Mein Tipp, ich habe hier unten einfach eine Gabel durchgeschoben, also hier unten. Und dann war das fixiert und dann kann man hier das obere relativ leicht dort draufstecken. Und ich brauche das Teil hier auch noch, denn das ist für die Lenkung gedacht. Das kommt jetzt hier unten einmal erstmal hier auf die Lenkstange drauf. So, einfach drauf gesteckt. Und dann nochmal hier unten auf diese kleine braune Achse. Und Fehler gemacht. Live-Fehler. Das muss hier erst nochmal da durch, damit es auch fixiert ist. Und dann haben wir die Lenkung fertig gebaut. Und damit wäre Bauabschnitt 2 auch beendet. Also ihr seht schon, wie das dann funktioniert. Lenkung, Lenkstange, Kardangelenk, kleines Zahnrad geht auf großes Zahnrad. Und wie das dann hier verteilt wird, habe ich euch ja bereits gezeigt. Und dann kann man jetzt hier wunderbar am Lenkrad lenken. Ja, schöne Sache. Und was mir eben auch gefällt, habe ich noch gar nicht erwähnt, ist dieses Blau, das hier den Mustang schmückt, also die eigentliche Mustang-Farbe, dieses dunkle Blau, finde ich, sieht richtig, richtig schick aus. Also doch, ein sehr schönes dunkles Blau, gefällt mir echt gut. Was wir jetzt hier auch noch gebaut haben, ist der Motor, zumindest größtenteils ist der schon mal fertig. Wir haben hier die Aufkleber auf die Seite gebracht, Power by Ford, einmal hier und auch nochmal auf der anderen Seite. Ja, die sind okay, die Aufkleber. Ja, die Farbe passt nicht hundertprozentig, aber ansonsten finde ich, sind die okay. Und dann haben wir hier unseren kleinen bedruckten Mustangstein, der hier auf dem Öldeckelchen drauf ist. Und dann hier diese flexiblen Schläuche, die hier noch angebracht wurden. Die sind ganz cool, die werden hier reingesteckt. Und dann später, wenn sie rechts und links befestigt sind, wird das nochmal hier rüber gebogen und hier in die Haken rein fixiert. Und somit hat man dann hier eben diese Schläuche verbaut im Motorraum. Das finde ich ist eine schöne Lösung. So auch noch nicht gesehen. Doch, es sieht aus wie ein Motor und hier haben wir eben diese Gelenke, diese Hinges gebaut, damit wir die Motorblöcke dann auch etwas in V-Form bringen können. Ja, ist doch ganz nett. Nett angedeuteter Motor. Mitlaufen tut hier aber nichts. Also ist kein Technikmodell, wo dann irgendwie die Kolben später zu sehen sind. Nee, damit wäre der Motor größtenteils schon erledigt. Was wir auch noch haben, ist jetzt ein Radio. Hier kann man sehen, ist auch ein Aufkleberchen auf einer Fliese. Ein schönes klassisches Radio mit Nadel, die hin und her geht. Und hier ein paar gespeicherten Sendern und Nupsis zum Drehen. Ja, schön. Die Schaltkulisse, so sieht es dann aus, wenn man im Mustang drin sitzen würde, ist ein schönes Set. Also es ist wirklich ein schönes Set, lässt sich wunderbar bauen. Ich hatte immer noch kein Fehlteil gehabt, keine eklatante Schwäche, die ich jetzt nochmal erwähnen müsste, wo ich sage, boah, also hier merkt man schon, ja, billiges China-Lego. Nee, echt überhaupt gar nicht. Bis hierhin bin ich total zufrieden und freue mich jetzt auch schon auf die nächsten Bauabschnitte, die da kommen werden. Lenkung funktioniert, hier hinten das Hochbocken funktioniert. Mein Gott, was wollt ihr denn noch mehr, Freunde? So sieht er übrigens von unten aus. Ja, schönes Set. Ein paar Aufkleberchen sind hier immer noch übrig. Und ich stelle nochmal eben den Aston Martin daneben. Ja, das kommt weg, damit wir nochmal einen Eindruck für die Größe bekommen. Und von der Länge her, ja, passt das jetzt schon. Also da haben wir die gleiche Länge, aber da kommt ja noch ein bisschen was dran. Der hört ja nicht direkt hier auf, der Mustang. Und der wird insgesamt, wie gesagt, ein bisschen größer. Radstand sieht man ja schon, dass der länger ist. Und von oben betrachtet, er wird auch etwas breiter werden, wie hier unser Aston Martin. Ein ausgesprochen tolles Set, Freunde. Ich sag's euch, wenn euch das irgendwie gefällt, kauft es, egal ob von Lego oder von Leppin. Der Bau, der macht hier einfach Freude. Da hat Lego mal wieder, ja, was Gutes abgeliefert. Gibt ja oft genug Schwächen in letzter Zeit. Aber ob das hier wirklich auch so bei Lego gebaut werden muss, das wird mich mal interessieren, Leute. Wer es von euch original von Lego hat, oh Gott, meine Stimme, der möge mir das doch gerne mal in die Videobeschreibung schreiben, ob ihr das dann auch dort bei Lego so bauen müsst. Ich kann es mir echt kaum vorstellen. So, viel geschwafelt, weiter geht's hier mit Bauabschnitt Nummer 3. Und der besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 und unserer siebten Tüte, die ich ja eben bei Bauabschnitt 2 fälschlicherweise zugeordnet habe. Sieben Tüten, die kommen jetzt hier auf meine Tellerchen und dann geht's direkt weiter.
bitte Platz zu nehmen. Ja, wir haben die Sitze gebaut im letzten Abschnitt und die sind, ich sag mal, ja eigentlich ein recht standardmäßiger Bau hier mit diesen einmal zweier Steinchen, die hier diese bisschen ja aufgeplusterte Form haben und ja, kennt man so schon, sieht aber sehr nett aus. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Knight Rider Sitze aus den 80ern und sie werden so befestigt, wie ich mir das schon gedacht habe. Die werden nämlich hier unten in diese Stange reingeklippt, denn hier haben wir die zwei Haken dran und dann kommen die einfach nur hier oben drauf und werden einmal reingeklippt. Das Tolle ist ja, man kann sie dann auch mal nach vorne klappen, falls jemand hinten einsteigen möchte. Ja, schön, sehr simpel und effektiv. Simpel, effektiv ist immer eine gute Sache. So, dann haben wir noch ein bisschen was hier hinten am Heck gebaut. Oh Gott, mein Platz wird hier ein bisschen eng, ein wenig eng. Dort könnt ihr das sehen. Wir haben schon eine fette Doppelauspuffanlage jetzt hier unten drunter. Die ist auch sehr, sehr einfach gebaut. Das sind hier diese Hülsen, die wurden da auf Technikpinne draufgesteckt und dann nochmal hier befestigt. Ja, sehr einfach, aber effektive Lösung. Sieht gut aus. Hier an den Seiten haben wir schon ein bisschen was in der Form rangebracht mit ein paar Slopes und das gleiche dann auch hier auf der Seite. Also, allzu viel ist noch nicht passiert, aber die Sitze sind drin, Auspuff ist dran. Und hier hinten Kotflügel ist schon ein bisschen verkleidet worden. Ah, und hier, wir haben die ersten bedruckten Fliesen jetzt hier verbaut mit diesem Mustang-Streifen an der Seite. Einmal hier auf der Seite und natürlich dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Und die sind qualitativ, finde ich, völlig in Ordnung geraten. Ich habe noch einige davon hier liegen. Wo haben wir es denn? Hier haben wir auch noch andere bedruckte Teile. Schauen wir uns später an. Und ja, von denen gibt es einige natürlich. Ach, der hier, der ist jetzt nicht so ganz toll in Ordnung. Da sieht man schon, dass der ordentlich verschrammelt, verkratzt und auch der Druck nicht mehr so 1A toll ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich eben. Ja, der hier sieht dafür wieder ein wenig besser aus. Aber so von Weitem betrachtet sieht das dann nachher schon gut aus. Und ich baue dann mal weiter. Ich glaube, jetzt kommt hier irgendwie ja, noch mehr bedruckte Teile dran. Seite 56, ja, da sind wir und hier gibt es richtig coole Sachen zu zeigen. Das hier habe ich eben schon gebaut, also einmal die komplette linke Seite oder, naja, das heißt komplett auf jeden Fall ein Teil der linken Seite und vor allem auch der linken Tür. Und das hier ist eine sehr, sehr interessante Art und Weise, wie diese Tür und auch dieser Türmechanismus, um die auf- und zuzumachen, gebaut wird. Denn während des Bauens blickt man da erstmal gar nicht durch. Also man baut und baut und denkt sich, na, was baue ich denn da eigentlich? So sieht es nämlich aus. Das hier ist ein Teil, den man baut. Ja, also ihr seht schon hier mit so einem Hinge, hier mit so einem Gelenkteil dran, dann hier mal diese GT-Fliese an der Seite. Dann baut man noch hier so ein Teilchen fertig. Auch da wieder mit Gelenk und Gelenk. Das eine geht in die Richtung, das andere geht in die Richtung. Und dann muss man die Teile hier verbinden und weiß so auf den ersten, ja, auf den ersten Blick noch gar nicht, ja, was soll denn das jetzt hier genau werden? Aber ich zeige euch mal, wo der Aha-Effekt dann kommt und dann der Effekt, wo man sagt, super, super Lösung, meiner Meinung nach. Also so einen Türmechanismus, den habe ich hier bisher noch nicht gesehen. Also hier kommt Gelenk über Gelenk. Dann nochmal das Blaue ganz umklappen und hier auf die Noppen drauf drücken. Da haben wir es. Gelenk auf Gelenk und auf Noppe und fertig ist unser Türmechanismus. Und schaut mal, wie cool der funktioniert. Also sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also den finde ich super toll gelöst. Ist jetzt hier noch ein klein bisschen wackelig. Ich zeige es euch mal hier an der fertigen Tür. Ja, hier ist die Tür und so kann ich die aufmachen und das funktioniert toll und vor allem fühlt sich unglaublich robust und stabil an, dieser Mechanismus. Also da haben sie sich eine schöne, sehr, sehr schöne Lösung sogar überlegt. Das ist eine Tür, da rappelt und wackelt später nichts und da muss man auch keine Angst haben, dass sich da irgendwas ablöst. Richtig toll gemacht, dadurch, dass wir eben hier ja im Prinzip drei Scharniere dran haben. Hier haben wir ein Gelenk dran. Dann haben wir hier nochmal ein Gelenk und hier an der Außenseite nochmal ein Gelenk. Hier, toll. Also die finde ich klasse. Bisher der beste Türmechanismus, den ich hier jemals gebaut habe. Fühlt sich richtig toll und robust an. So ja, fast schon realistisch robust.
gefällt mir echt gut. Dann haben wir natürlich noch hier die ganzen bedruckten Fliesen an der Seite. Hier die GT-Fliese und dann nochmal die mit dem Streifen en masse hier an die Seite gebaut. Und hier nochmal so einen ganz langgezogenen Slope, der dann hier so nach innen verschwindet. Und damit haben wir eine richtige Sicke hier in die Tür reingebaut. Und ein sehr interessanter Bauschritt, der hier ansteht, wenn es um die Türen geht. Aber jetzt baue ich mal noch hier die zweite Tür fertig und schau mal, wie weit ich mit den Teilchen, die ich jetzt hier noch im Bauabschnitt 3 übrig habe, ihr seht, so viel, ja, ist es schon gar nicht mehr, wie weit ich damit noch komme. Und da sind sie dran gebaut, die Türen auf beiden Seiten. Sehr schöne Geschichte. Das Ganze wurde noch ein bisschen verstärkt und dann hier gegen gekontert mit diesen 2x4er Platten. Unten drunter haben wir noch einen langen Stein, der einmal hier komplett rüber geht, das Ganze verstärkt. Dann nochmal einmal 8er Platten hier drüber gezogen, einmal rechts und einmal links, um das mit dem Vorderteil zu verbinden. Und das ist jetzt hier eine stabile Angelegenheit. Also die Türen, die kann man jetzt hier schön öffnen und die sind mal so richtig, ja, also für Lego-Verhältnisse sind die richtig schön stabil und fühlen sich auch hier mit diesem Mechanismus toll an. Also die Türen gefallen mir echt gut und die funktionieren auch gut hier auf beiden Seiten. Da kann man sehen, einmal Tür auf, klappt 1A, Tür wieder zu. Muss man hier ein klein bisschen schauen, dass man hier nochmal dazwischen kommt und die schließt bündig ab. Das ist auch eine Sache, die ich ganz wichtig finde, damit das dann ordentlich aussieht. Es gibt ja auch so Türmechanismen, da steht das immer so ein klein wenig weiter raus und es war auch hier zum Beispiel beim Aston Martin der Fall. Da seht ihr, dass hier die Tür, ja, die kriegt man irgendwie nicht so richtig 100% zu. Und der Mechanismus beim Aston, der ist auch ganz nett und auch relativ stabil, aber da sind die Türen auch kleiner. Und mir gefällt der Mechanismus, der hier jetzt gewählt wurde, der gefällt mir echt um einiges besser. So, dann haben wir noch hier diese blauen Platten hier auf den Gelenken. Ja, diese 2x4er Platten auf Gelenk. Das soll man hier so zur Seite wegbiegen. Wofür, weiß ich noch nicht. Kommt vielleicht irgendwie das Armaturenbrett dran. Ja, ansonsten ist hier nicht viel mehr passiert, außer dass die Türen gebaut wurden und die Seite, ja, sie sieht jetzt schon leicht dynamisch aus hier in dem Bereich. Also er nimmt Formen an, er nimmt Formen an. Also mir macht es megamäßig Spaß, aber ich habe mich hier eben stark am Kopf kratzen müssen, denn ja, das hier hatte ich alles übrig gehabt. Heißt für mich im Umkehrschluss, ich habe wahrscheinlich eine falsche Tüte hier mit reingemogelt in den Bauabschnitt und lasse das mal noch stehen für den späteren Abschnitt. Das wird dann Bauabschnitt Nummer 4. Und das sind die Tütchen, die wir dafür noch zur Verfügung haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 inklusive der Front- und Heckscheibe. Und ja, wir sagen mal Tüte 7, denn ich denke, wenn ich mir das hier so angeschaut habe, mal kurz, die wird hier noch dazugehören. Also auspacken, auf die Teller verteilen und weiterbauen. Bevor es jetzt auf Seite 70 mit dem Bau der Rückbank losgeht, schauen wir nochmal, was hier alles passiert ist in den letzten Abschnitten. Ich habe hier die Sitze vorgeklappt, dann konnte ich besser bauen. Wir haben zum einen die hinteren Kotflügel gebaut. Ja, wunderbar. Einmal rechts, einmal links, genau das gleiche. Und dann haben wir hier ein bisschen was hochgezogen. Und hier haben wir auch eine interessante Bauart drin, sag ich mal. Denn wir haben hier diesen einmal, ja, was ist das, einmal Viererstein, den wir liegend hier verbaut haben. Also der liegt, hier vorne hat er seine Noppe und ist hier hinten eingesteckt. Und der liegt dann hier auf dieser grauen Fliese drauf. Und das auf beiden Seiten. Dann wird hier die Querverstrebung eingezogen, draufgepackt und hier in der Mitte auch nochmal befestigt die Querverstrebung auf diesem großen, ja, keilförmig zulaufenden Stein. Und damit haben wir hier, ja, eine schöne Stabilisierung reinbekommen, wollte ich sagen. Also ganz so stabil dann doch noch nicht, aber auf jeden Fall stabiler, als wenn die Teile hier nur schwimmend drauf liegen natürlich. So, das war jetzt hier Live-Demontage. Aber so, passt wieder. Und bei der kleinen Kollision konnte man sehen, das Ding hier ist überwiegend echt schon stabil gebaut. Also da ist jetzt hier nichts abgefallen. Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir hier an der Seite auch schon mal Noppen so
gebaut oder sage ich mal angebracht, dass wir hier Noppen haben, um später noch die Verkleidungen anbringen zu können. Hier hinten haben wir ein bisschen was Gewusel gebaut, um dann später hier, ich denke, die Rückleuchten noch dran zu bauen. Und er nimmt langsam echt so die Form an. Wenn man sich das Fahrzeug oder unser Modell jetzt hier mal anschaut, finde ich, er hat schon so eine gewisse Form, dass man sieht, hier hinten kommt das Fastback nachher runter, also das Fließheck auf Deutsch, und dann hier die Tür mit der Seitenführung. Doch, er nimmt echt an Form an. Schönes Ding. Echt schönes Ding, Freunde. Macht mir immer noch Spaß. Habe ich das schon erwähnt, dass das Set hier Spaß macht? Ich glaube schon. Also hier hat Lego was echt Feines mal entwickelt und Lippin hat es soweit sehr ordentlich nachgebaut. Also, das waren die Abschnitte. Dann geht es jetzt hier in Bauschritt 203 weiter und wir bauen hier die Rückbänke und die kommen dann, ja, da hinten würde ich mal sagen, wahrscheinlich werden die eingeklippt. Da unten in den kleinen Häkchen drin, dann haben wir hier nämlich schon die Sitzflächen der Rückbänke. So, wenn ich hier vorklappe, sieht man das besser. Also die Sitzflächen haben wir schon. Dann kommen jetzt hier noch die Rückenlehnen dran. Und dann ist hier dieser Innenraum ja, weitestgehend wohl schon fertig. Und wir können später hier am Kofferraumbereich weiterbauen. Interessant. Schaue ich mal, wie das wird. Da kommt ja noch später so eine Lachgasflasche rein. Das weiß ich schon. Und die verbauen auch gleich hier die Scheiben, da bin ich ja immer noch total gespannt, ob die hier wenig verkratzt sind oder ja den üblichen Used Look haben, den wir so kennen. Könnt ihr die Rücklichter sehen hier durch die etwas verkratzte Scheibe? Ja, es ist mal wieder. Ja, so wie es eben ist hier, wir haben ordentliche Kratzerchen drin und Macken. Ich guck mal, dass ich das hier irgendwie für euch eingefangen bekomme. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Also, ja, halb gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Die hätten eben diese Scheiben hier einzeln einpacken müssen. Dann wäre das gut gewesen, aber so haben die sich gegenseitig beim Transportern ordentlich vermackt. Nicht nur die, sondern auch die, die hier eingebaut wurde. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab schon Schlimmeres. Und hier beim eingebauten Zustand, wenn man nicht ganz nah rangeht, geht es eigentlich relativ in Ordnung. Aber ja, in Ordnung. Gut wäre doch mal was gewesen, oder? Also das haben sie irgendwie nicht so richtig drauf. Aber egal, eingebaut ist sie nun. Und ihr seht auch, wie die verbaut wurde. Die wurde einfach hier auf die Noppen aufgesteckt. Dann war das auch schon eine richtig stabile. Und ja, ich traue mich jetzt hier hochheben. Eine richtig stabile Sache hier hinten am Heck. Dann haben wir noch hier diese Steine gebaut, um hier die abfallende Linie zu bekommen. Wunderbar. Dann auch hier so mit ein paar Fliesen einen Abschluss hingekriegt. Dann hier dann die Häkchen dran gebaut. Da kommt wahrscheinlich dann die Klappe, die Heckklappe dran vom Kofferraum. Und wir haben hier hinten noch einen Aufkleber drauf gepackt. Schaut euch mal an, das Heck sieht schon richtig toll aus, oder? Und hier haben wir den Aufkleber auf dieser Rundfliese GT. Und der ist ja leider ein bisschen schief ausgestanzt, kann man hier sehen. Da ist also links unten mehr Material noch über als rechts oben. Naja, man sieht es nur, wenn man ganz genau hinschaut, aber ein bisschen mehr Präzision wäre schön gewesen. Dann noch hier ein paar Fliesen angebracht und hier. Und auf der anderen Seite hier, da kommen jetzt noch die Rücklichter rein und die habe ich hier gebaut. Eigentlich sehr, sehr simpel. Man sieht schon, graues Steinchen, rotes Steinchen, graues Steinchen, rotes Steinchen. Zwischendrin nochmal diese, ja, wo ich am Anfang schon gedacht habe, sind das hier neue Teile? Ich weiß es nicht. Also die hier, die sind hier noch dazwischen gekommen, damit man es auch hier später anbringen kann. Und das machen wir doch einfach mal. Schauen wir mal, wie rum muss das denn? Also hier mit nach außen, so rum. Na. Und dann ja, einfach nur hier reinstecken. Auf die Noppen drauf. Ein bisschen drücken. Und passt. Und direkt nochmal hier die andere Seite. Einfach raufstecken, etwas drücken und passt. Und das ist ein schönes Heck. Oh, mein Auspuff ist verdreht. So, also das ist doch ein schönes Heck. Also ich mag die Optik. Ups. Also ich finde, das sieht hier echt nett aus. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause einlegen, bevor ich hier mein Modell aus Versehen nochmal richtig zerlege. Und jetzt hier, schaut euch mal die Form an hinten, diese Fastback-Form. Schön, schön, schön. Also echt schön. Wunderbar. Und jetzt sieht man hier auch dann Kofferraumöffnung. Ah, und die Rücksitze, die habe ich natürlich auch eingebaut.
oder hier hinten die, kann ich die noch vordrücken? Ja, da könnt ihr es sehen. Man kann sogar umlegen, also wenn ihr hier bei IKEA mal was Größeres kauft, kein Problem. Ihr könnt hier die Rückbänke einmal umlegen, habt zwar keine ebene Ladefläche, aber mein Gott, was rede ich hier für einen Quatsch, ist ja völlig egal. Aber sie sind eben umklappbar und man kann sie auch wieder hochklappen. So, schön sieht er aus, unser Mustang, aber der Bauabschnitt Nummer, wo sind wir, 4, der ist noch nicht ganz fertig. Hier habe ich noch einige Teile liegen, auch hier was Bedrucktes. Das werden hier die Seitenteile, die kommen dann hier so dran und dann sind dort diese ja, Lüftungsschlitze mit aufgedruckt und leider auch einiges an Kratzern hier standardmäßig mal wieder auf den Teilen mit drauf. Da muss man einfach mit leben, dass ihr die Teile etwas mehr verkratzt bekommt. Also überall da, wo man so glatte Flächen hat, ja, das ist einfach so. Dann muss man original Lego kaufen, dann sieht die Sache dann schon besser aus. Aber egal, mich stört's nicht, ich baue weiter. Und wir sehen uns dann, wenn der Abschnitt hier vollendet ist. Fällt euch was auf? Ja, wem es nicht auffällt, ich erkläre es nochmal kurz. Das Teil hier ist kaputt, da haben wir einen Gussfehler. Das sollte auch so eine 1x6er Platte sein, wie die hier. Da brauche ich nämlich 2 Stück von. Und ja, das habe ich noch. Ein Gussfehler, da ist viel zu wenig Material in die Form reingekommen. Und dann haben wir hier so ein ja, etwas verkümmertes Teilchen. Das heißt, mir fehlt jetzt hier ein Teil, weil das hier, das kann ich definitiv mal nicht verbauen. Das kann man ins Kuriositätenkabinett einordnen. Also das ist mal wieder, ja, ich sage immer so, Lippin-Qualität kommt dort halt öfters vor als bei Lego. Auch bei Lego kann sowas vorkommen, aber doch deutlich seltener. Heißt für mich, ich gehe jetzt gleich mal in die Ersatzteilkiste kramen. Da finde ich auf jeden Fall noch so eine Platte. Ob jetzt auch in diesem Blau, das bezweifle ich. Ich hoffe, das fällt später nicht allzu groß auf, aber ich glaube nicht, denn die wird hier überbaut, diese Platte. Und ja, dann wird das halb so wild sein. Aber da haben wir es mal wieder. Das ist Lippin. So, und wo ich jetzt hier eh schon am Quatschen bin, mal eben die Teile zur Seite. Ich zeige euch, was ich hier schon gebaut habe eben. Denn wir haben ganz interessant hier das Armaturenbrett eingebaut. Da könnt ihr es sehen. Da haben wir 2 Rundinstrumente. Das sind bedruckte Rundfliesen. Völlig in Ordnung. Sehen schick aus. Dann haben wir hier unten ja schon länger das Radio drin. Natürlich unsere Schaltkulisse. Ja, das wird hier im Großen und Ganzen jetzt schon mal noch mit angebaut. Dann haben wir hier vorne noch diesen Bereich, der hier auf diesen, auf diese Gelenke hier draufgepackt wurde. Einfach nur ein breiter Stein mit so ein paar Klammern hier vorne dran, wo dann auch später noch was angebaut werden kann. Ja, und so sieht es jetzt hier eben aus. Viel mehr war es noch gar nicht. Da hat mich dann hier der fehlerhafte Stein doch einfach unterbrochen in meinem Bau. Also ich gehe jetzt mal schauen, dass ich hier einen Ersatz finde und dann bauen wir weiter. Übrigens Bauabschnitt 224 und Seite 81 schon. Mein Gott, wie hier die Zeit vergeht. Ja, fast schon schade, ne? Wie schnell das geht. Ach so, Moment. Natürlich, es wurde ja noch viel mehr gebaut. Ich komme hier schon ganz durcheinander. Schaut euch die Seitenführung an. Wir haben jetzt hier hinten Kotflügel, die ganze Seite fertig. Wir haben hier die Abschrägung mit dem bedruckten Stein, den ich euch eben schon mal gezeigt habe. Alles jetzt hier angebracht und das auf beiden Seiten. Das Heck kennt ihr schon, sieht sehr schick aus. Und auch hier komplett diese Linienführung, die ist also meiner Meinung nach richtig toll geraten. Sieht super aus. Hätte man so, glaube ich, kaum besser machen können. Ich wüsste auf jeden Fall nicht wie. Ein echt sexy Teil. Ja, da verblasst hier der Aston Martin schon dagegen. Und wir können ja eben nochmal schauen. Genau, komm mal her. Er steht hier eh schon so. Ich schiebe ihn mal dazu. Schau mal, dass wir hier den gleichen Abschluss haben. Und dann kann man sehen, wenn ich hier rüber gehe, ja, der Mustang ist schon minimal länger als der Aston Martin und der ist ja noch nicht ganz fertig. Also, interessant, ein großes, großes Ding und ich gehe jetzt mal in meinen Ersatzteilen kramen, dass ich noch so ein Teilchen finde. Hier bin ich fündig geworden, gewagte Farbmischung. Ich habe es leider nur in Braun und in keiner anderen Farbe, aber wie gesagt, es wird, glaube ich, ordentlich überbaut, dass man es hinterher hoffentlich nicht mehr sieht, dass das hier ein braunes Teil ist. So, weiter geht's. Tja, schaut euch das an. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Man sieht das Teil leider super gut. Das ist hier vorne die A-Säule, die hier gebaut wurde damit. Und ja, es fällt total auf. Und ich habe auch gar nichts, womit ich das hier umbauen konnte. Ich habe hier nochmal durchgeblättert, die früheren Bauabschnitte. Da ist leider das Teil in der Farbe
nicht vorgekommen, dass ich das irgendwie sonst wo rausbauen könnte, wo es sonst nicht sichtbar wäre. Das Einzige, was einmal 6 war, war hier das Teil, wo hier diese Fliesen drauf kamen, aber das ist eben das hellere Blau und nicht hier das dunkle Blau. Ich hoffe mal, dass hier noch was kommt. Vielleicht kommt ja noch mal so ein Teil hier im nächsten oder den nächsten Abschnitten, dass ich das dann da rausnehmen kann, wo man es nicht so sieht und dann hier einbauen kann. Aber für den Moment halten wir fest, das sieht bescheiden aus. Ich habe jetzt hier eben noch die Dachholme gebaut. Hier sieht man es, einfach dort rangeklippt hier oben. Da kann man es sehen, einmal eingeklippt, dann hier auf die Noppen drauf, eingeklippt, runterklappen, einmal auf die Noppen drauf und dann sitzt das und bietet dann auch entsprechend hier Stabilität. Die Frontscheibe ist verbaut worden. Ja, also da gibt es nicht allzu viel drüber zu berichten. Ich ärgere mich jetzt hier echt, dass gerade hier so ein prominentes Teil kaputt ist. Wenn ich es gar nicht finde, dann schreibe ich einfach den Verkäufer nochmal an, dann soll er mir mal ein richtiges Teil noch rumschicken. So, aber wir sind damit fertig mit Bauabschnitt Nummer 4, sind auf Seite 84. Jetzt kommt Bauabschnitt Nummer 5, allerdings nicht mehr in diesem Video, Freunde. Für heute soll es das gewesen sein. Weiter geht es in Teil 3. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch hier oben, wie ich mich kenne. Und dann bauen wir hier den Mustang endgültig fertig. Soweit sieht er richtig toll schon mal aus. So von der reinen Form her ist das ein super schönes Set. Ich bin sehr happy damit, eben bis auf das kleine, ja, den kleinen Makel hier vorne. Aber sei es drum, irgendetwas ist ja immer Abenteuer China Lego. Und wenn auch ihr das Abenteuer eingehen wollt, ich verlinke euch das Set hier natürlich auch in der Videobeschreibung. Einmal von Lippin, das ist der AliExpress-Link, und einmal von Amazon, wobei es da schweineteuer ist. Also überlegt es euch gut. In dem Shop, den ich euch verlinke von Lippin oder von AliExpress, die schicken das Ding auch aus Spanien. Da habt ihr auch keine Probleme mit dem Zoll oder sonstiges. So, das war es jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.